This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, ich wollte mal ein kleines Update machen so nach dem Retreat. Einfach mal erzählen, so, wo wir jetzt gelandet sind. Beim Retreat waren wir eben noch am Meer und jetzt sind wir aber direkt nach dem Retreat. In einem Bungalow im Dschungel und es ist echt wunderschön hier. Hier ist so eine kleine Aussichtsplattform, auf der ich gerade sitze hier. Und hier hat man einfach echt genialen Blick. Auf Koh Phangan und aufs Meer. Das hier ist die Plattform. Hier ist noch so ein cooler Fels, da ist so ein Baum so rein verwachsen. Ja. Da hinten ist ein Bungalow, unser Bungalow ist aber ein Stück da weiter hinten. Hier so in die Richtung. Da werde ich aber gleich nochmal hingehen. Ja, da oben ist jetzt unser Bungalow, der hier, genau. In die Richtung geht es zur Aussichtsplattform. Das ist nur hier eine Minute praktisch, hier geht noch der Weg durch und da oben ist es dann, genau. Und hier gibt es auch noch einen Wasserfall. Das ist aber eher ein Bach. Ich laufe da jetzt mal hin. Wenn ihr Bilder noch vom Retreat sehen wollt, so, dann könnt ihr auf die Facebook-Seite oder auf die Webseite the-rising-sangha.de und da könnt ihr noch ein paar Bilder sehen. Genau, beziehungsweise die nächsten Tage werden wir da noch was online stellen. Genau. Das ist echt wunderschön jetzt, das Resort, und der Retreat war eben am Strand direkt. Und jetzt sind wir aber eben hier im Dschungel so. Und ich freue mich auch schon auf die Zeit hier. Ich werde hier wahrscheinlich noch einen Monat oder so bleiben. Und genau, morgen kommt Ramona und Nikolai. Da freue ich mich auch drauf. So. Also wir haben sie hier schon getroffen, die haben nur jetzt gerade noch ein Bungalow woanders. Und morgen haben die dann auch, ab morgen haben sie auch ein Bungalow hier. Und genau, Ramona Heinze könnt ihr mal ihren YouTube-Kanal suchen. So. Genau, Nikolai hat auch einen YouTube-Kanal. Einfach in YouTube eingeben. Genau. Und die kommen eben dann auch noch. Und ich wollte eben jetzt die Zeit danach erstmal ein bisschen nutzen, so ein bisschen zur Ruhe kommen, ein paar Dinge verarbeiten, die so im Moment hochkommen und ja, so ein bisschen Klarheit finden. Ich habe mir vorgenommen, hier nichts zu erreichen, so habe ich mir hier vorgenommen. Das ist so mein Thema, das ich hier ein bisschen angehen wollte. Einfach nur in Chark hineinleben und schauen, was sich daraus ergibt. So. Weil die Projekte, wo ich mache, so, da habe ich eh einfach total Lust drauf. Ich wollte noch E-Book weiterschreiben. Einmal ein E-Book mit den häufigsten Fragen und Antworten, was jetzt so Fasten, Ernährung, Einläufe und sowas anbelangt. Da habe ich schon mal die häufigsten Fragen, so auch die von Kommentaren oder Nachrichten, die ich bekommen habe, weil es eben immer wieder kommt, diese Fragen. Und da habe ich schon mal das Häufigste zusammengeschrieben und werde da jetzt so in nächster Zeit ein bisschen dran schreiben, da habe ich total Lust drauf. Videos wollte ich wieder mehr machen, so. Ich hatte jetzt 2-3 Wochen keine Videos gemacht. So. Also vor dem Retreat habe ich irgendwann die letzten Videos gemacht. Genau. Und da hatte ich einfach viel Redebedürfnis, sag ich mal, da wollte ich auch noch ein Video jetzt drüber machen. So. Und das kommt auch die Tage online. Und
Ja, da erkläre ich das genauer so. Aber jetzt war eben der Retreat, der hat eben die ganze Zeit in Anspruch genommen so. Und ja, jetzt geht es wieder ein bisschen mehr so, dass ich wieder ein bisschen mehr zur Ruhe komme, zu mir selbst so. Genau, und das hier ist jetzt der Wasserfall. Geht immer so ein bisschen lang. Beziehungsweise Bächchen so. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen abwärts. Genau, und was wir noch machen wollten, so zur nächsten Zeit, wir wollten mal zusammen schweigen, so einen kleinen eigenen Schweigeretreat hier machen, so zu sagen. Wir wollten einfach ein paar Tage mal vorher noch Regeln ausmachen, so wie man kommuniziert, ohne zu reden, so, beziehungsweise wie es mit Essen und Ruheplätzen und so weiter, sowas abstimmen. Und genau, aber da freue ich mich total drauf. Einfach zur Ruhe kommen, schauen, was dabei hochkommt, was dabei passiert. Und eventuell noch mal fasten hier. Ja. Da unten kommt jetzt dann noch so ein Becken. Das ist eben, im Moment ist auch eben keine Regenzeit. Da steht auch nicht so viel Wasser dann. Aber ja, das ist der Wasserfall hier. Genau. Ich laufe jetzt noch. Becken. Hi. Na? Zum Glück habe ich meine Antwort dabei. Hast du getrommelt? Gerade ein Video. Ja. Schön. Willst du das sagen? Willst du das loswerden? Wie haben dir die beiden Retreats gefallen? Oh Gott. Wie haben mir die Retreats gefallen? Ich habe viel gelernt. Ich hatte eine schöne Zeit. Herausfordernde Momente. Ich war froh, dass wir als Team waren. Und ich will es wieder machen. Anders. Ja. Mit dem da hinten. Schön. Und auf was freust du dich jetzt hier? Ich habe schon erzählt, wir wollten mal schweigen zusammen. Ja. Warte mal, ich komme mal zu dir. Ah. Genau. Ramona kommt ja jetzt. Das hatte ich eben erzählt. Aha. Und ja, wir wollten ein bisschen schweigen zusammen. Mal schauen, wie lange. Vielleicht 3 Tage, 2. Nein, weiß nicht. Mal schauen, was sich ergibt. Genau, bin ich auch mal gespannt. Und einfach ein bisschen zur Ruhe kommen. Hier. Immer weiter, immer tiefer. Genau. Ja. Ich schaue noch mal zu dem Becken da. Das wollte ich noch mal zeigen. Bis später. Bis später. Und hier ist noch ein Becken. Da kann man eben auch mal drin schwimmen.
Genau, aber das ist so der Plan. So schaut es im Moment aus. Jo. Dann sag ich mal ganz schöne Grüße aus Thailand, Koh Phangan, von der Insel, und bis dann. Ciao.